Herzlich willkommen zur 220. Montagsdemonstration. Bei bestem Demo-Wetter freue ich mich, endlich mal wieder hier sein zu dürfen und Sie hier durch das Programm zu führen. Mein Name ist Christoph Reinstarter und heute haben wir auch mal wieder klasse Redebeiträge, wunderbare Musik, die wir ja auch schon gehört haben und dann nachher einen sehr schönen Stadtspaziergang. Also unsere Demo heute. Unsere Gäste heute sind Peter Erben von der Bürgerinitiative Neckartor. Er wird zu unserem heutigen Motto Feinstaub macht krank, Feinstaub tötet etwas sagen. Dann freue ich mich auch noch sehr auf unseren weiteren Redner, den Schriftsteller und Fernsehjournalisten Jürgen Lodemann. Auch heute sind für uns wieder unsere fleißigen Spendensammler mit den verplombten Spendendosen von Umkehrbar e.V. unterwegs. Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende hier diese Veranstaltungen und diese Demo, die ganzen Flyer und alles zu finanzieren. Spenden Sie kräftig, Sie sehen die Leute, Sie schütteln doch alle mal kräftig mit den Dosen, dann wisst ihr, wo ihr reinspenden müsst. Schon mal danke an die Spendensammler und danke an die Spender und Spenderinnen. Apropos Spenden, unsere Mahnwache am Hauptbahnhof hat den Winter gut überstanden und verrichtet seit nunmehr 45 Monaten 24 Stunden am Tag ihren Dienst. Erstaunlich, ja. Vielleicht können Sie sich auch mal vorstellen, dort Ihren Dienst zu tun, auch wenn es nur eine Stunde oder zwei Stunden sind. Gehen Sie doch einfach direkt ans Mahnwachenzelt, tragen Sie sich in eine Liste ein. Hilfe ist immer gern willkommen und Sie können damit eben auch den Gedanken von K21 und einem besseren Bahnhof in die Welt hineintragen. Danke an die Mahnwachenorganisatoren und danke an die Helferinnen und Helfer. Ja, Durchhaltevermögen haben auch unsere Radler gegen Stuttgart 21. Die möchte ich jetzt natürlich auch herzlich willkommen heißen auf unserer Demo hier. Ja, und wie vorher schon angekündigt, unsere heutige Demo-Route wird wieder passend zum heutigen Motto zur Feinstaubmessstelle gehen. Aber genaueres sage ich dann am Schluss. Jetzt aber zu unserem ersten Redner. Er hielt am 17. März hier im Rathaus eine, wie ich finde, sehr bemerkenswerte Rede anlässlich des 100. Geburtstages von Thaddäus Troll. Hier wurde klar, dass dieser Mann, immerhin Literaturpreisträger der Stadt Stuttgart, Vorsitzender des Verbandes Deutscher Schriftsteller und vieles, vieles mehr, zu uns auf unsere Bühne hierher muss. Das wurde ganz klar. Zurzeit hat er ein Buch herausgebracht, die Novelle Fessenheim. Ich habe es jetzt leider da unten liegen lassen, aber Sie finden es auch bei uns am Infostand. Hier spielt sie eine Atomkatastrophe rund um das alte Atomkraftwerk Fessenheim durch. Dieses Buch können Sie, wie gesagt, bei uns am Infostand erwerben. Aber lange Rede und noch längerer Sinn, Jürgen Lodemann